Grundlagenschulung zu Soft- und Hardware, Programmiersprachen, das Prinzip von binärem System und Algorithmen, aber auch grundlegende Medienbildung. Das soll in Niedersachsen ab 2023 auf dem Lehrplan stehen. An der Wilhelm-Raabe-Schule in Hannover begrüßt man das grundsätzlich. Der Wunsch ist da, letztendlich die Pflicht auch. Es ist auch die Hoffnung, es wird nur kein Personal geben, sodass kein fachlich ausgebildeter Kollege letztendlich für den Unterricht zur Verfügung steht. Stand heute. An Niedersachsens Schulen gibt es aktuell 510 ausgebildete Informatiklehrer. Zu wenig für einen flächendeckenden Pflichtunterricht? Das Land weist diese Befürchtungen zurück. Bevor wir die Entscheidung getroffen haben, es wird eingeführt, haben wir immer wieder Debatten geführt, warum studieren es so wenig Lehrkräfte? Na, weil sie nicht wissen, ob ein entsprechender Bedarf an Schule da ist. Schule wird dann wieder gesagt, ja, wir brauchen erst Lehrkräfte, bevor wir es einführen können. Das ist so ein bisschen die Henne-Ei-Debatte und die muss durchbrochen werden. Wir haben jetzt gerade wieder weitere Qualifizierungskurse angeboten und ich finde 500 Lehrkräfte, die wir haben, die dort zur Verfügung stehen, das ist kein ganz so schlechter Grundstock, den man schon mal hat. Darauf kann man aufbauen. Mit Studiengängen an mehr Universitäten und Weiterbildungskursen will man nun genügend Fachkräfte gewinnen. Ich bin ja selber Mathematiklehrer. Ich möchte nicht umgeschult werden, sage ich mal ganz klar. Es geht ja auch darum, Kinder, die dann in neun angefangen haben, gegebenenfalls später zum Abitur zu führen. Das traue ich mir gar nicht zu. Natürlich könnte man Crashkurse machen. Es gab ein Sprintstudium, das sehr erfolgreich war, das an den Universitäten etabliert war. Das ist eingestampft worden, dieses Sprintstudium. Hätte man das beibehalten, dann hätte man heute die Problematik in dem Maße zumindest nicht. Für 200 Lerngruppen im Land stellt das Kultusministerium bereits ab diesem Sommer in einem Pilotprojekt Stundenkontingente zur Verfügung. Die Lehrer dafür sind da. Weitere Hunderte müssen nachsitzen. Ich würde mir wünschen, dass schnellstmöglichst Fortbildungsangebote, und zwar in großem Umfang, stattfinden können. Dass auch Entlastung für die Kollegen geschaffen wird, die sich quasi in dem Bereich jetzt fortbilden, ausbilden. So wie wir es vor Jahren im Sprintstudium hatten, wo Kollegen letztendlich dann mit 6 oder 8 Anrechnungsstunden für den Zeitraum der Ausbildung auch entlastet worden sind. An vielen Schulen in Niedersachsen, so auch an der Wilhelm-Raabe-Schule, müssen die Träger bis zum kommenden Jahr noch in einer anderen Sache erheblich nachsteuern. Hier gibt es nicht mal einen funktionierenden, ausgestatteten Computerraum.